Welche Rolle spielen Emotionen im Konflikt? Braucht es Empörung für politische Veränderung? Wann schlägt Empörung in destruktive Gewalt um? Welche Ängste treiben den Wutbürger wirklich um? Was macht Nationalismus und Autoritarismus für viele Menschen so attraktiv? Warum kann Hass so schnell als Mittel der Politik mobilisiert werden? Welche Rolle haben Emotionen in der Politik? Wie kann der Aufstieg der neuen Rechten erklärt werden? Welche Rolle hat der Begriff des Ressentiments für Anerkennungsverhältnisse? Wie werden Beunruhigungspolitiken aktiv inszeniert? How does conflict transformation work? Diese und weitere Fragen wollen wir zur 36. Sommerakademie auf Burg Schleining von 10. bis 14. Juli gemeinsam mit Ihnen diskutieren.